So, und da sind wir wieder bei Pokémon Perl. Und wie ihr seht, bin ich immer noch in der Arena und habe mein Pokémon-Team immer noch nicht geheilt, weil hier noch etwas passiert, was ich gerne aufgenommen haben wollte. Kannst du mir bitte helfen? Ich habe aus Versehen meinen Pokédex fallen lassen und Team Galactic hat sich ihn geschnappt. Und nun wollen sie ihn nicht wieder hergeben. Bitte hilf mir. Ich warte vor dem Gelände des Team Galactic. Komm, bitte komm. Bitte komm. Und Vollgas. Man sollte meinen, dass ich die schon eingeholt hätte jetzt. Okay, das hat ein bisschen komisch geleuchtet, deswegen bin ich hier hingegangen, aber ist ja eh nur die Spielhalle. Ja, ich hätte vielleicht zusätzlich sagen sollen, dass hier das Hauptquartier von Team Galactic ist. Und irgendwie rede ich mehr, wenn Licht im Zimmer an ist. Komisch. So. Ich habe auch gerade mal nachgeguckt. Dracula hat jetzt schon ein Herz. Also dauert das nicht mehr lang, bis sich das entwickelt. Was? Nun hast du auch noch deinen rotznäsigen Freund mitgebracht, nur um deinen Pokédex zurückzubekommen. Nun, es wird uns eine Freude sein, euch jammernd und weinend zu euren Mummies zurückzuschicken. Ja, ganz bestimmt. Sagst du das Gleiche? Du willst den Pokédex von uns zurückhaben? Aber nicht doch. Nicht, wenn wir, das Team Galactic, eine viel bessere Verwendung für ihn haben. Aber ihr habt Glück. Ich langweile mich bei hier beim Bakshi. Lasst uns kämpfen. Kannst du mir bitte helfen? Ich habe aus Versehen... Ja, hast du mir schon gesagt? Wir schließen uns zusammen und treten gegen das Team ein. Natürlich. Du und deine Pokémon, zusammen mit mir und meinen Pokémon. Ein Traumteam, das einfach nicht verlieren kann. Diese fiesen Schurken werden mit ihren Machenschaften nicht davonkommen. Dafür sorge ich. Hey, wir standen doch eben andersrum. Ja, die haben natürlich ihr Team super toll aufgestellt. Mit Papinella und Pudox. Und setzt gefälligst mal ein stärkeres Pokémon als Pipi ein. Jetzt kümmere ich mich drum. Ich weiß noch nicht, wie lange ich heute aufnehme. Vielleicht wird das wieder so eine Folge, wo ich lange aufnehme. Keine Ahnung. Und deswegen finde ich Pipi scheiße. Denn das hier, Erdanziehung, hätte überhaupt nichts genützt. Würde ich mal sagen. Und in der Zeit hätte ein anderer Teamkamerad schon Pudox besiegt. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Dann wäre kein Zielstrahl gekommen. Hoffentlich stirbt Pipi. Ansonsten kümmere ich mich selbst drum. Ja, toll, du kannst Metronom. Mehr aber auch nicht. Kein Glibunkel. Mit den komischen Zuckungen. Gibt es ein Flammenrad drauf? Natürlich fast besiegt. Aber dann auch wieder nicht richtig. Was soll das? Ist ja noch nicht mal ein richtiger... Da ist keine Taktik in dem Kampf. So. Ja, einfach weil ich kann. Ciao, Pipi. Ich krieg zwar keine EP dafür, aber trotzdem.
Das ist doch kein Kampf, sowas. Kadabra ist auch nicht besser. Werd hier dann. Ja, toll. Ich wollte eigentlich sagen, ich werde hier schon wieder mit Rauchwolke genervt. Und der kommt hier schon wieder mit Vergeltung an. Aber nein, diesmal nicht. Tempo-Hieb. Ist ja wirklich nicht sehr effektiv, aber egal. Roter Blitz hat auf jeden Fall ein Level up. Kadabra, du bist nutzlos. So, Luxio dürfte Level up, ja. Mit Brüller. Was hast du für Attacken? Nö, vergiss es. Du behältst deine normalen Attacken. Brüller muss nicht sein. Von zwei Kindern besiegt, das darf nicht wahr sein. Nee, nur von einem Kind besiegt. Hätte ich mich nur überzeugen und so ein Scheiß. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was er gesagt hat. Ach, das stinkt doch zum Himmel. Unsere Pokémon sind die reinsten Blindgänger. Wir sollten uns im Hauptquartier neu besorgen. Oder beschweren. Wen interessiert schon so ein dämlicher Pokédex? Team Galactic werden schon bald alle Pokémon der Welt gehören. Nein, des ganzen Universums. Hier, nimm schon. Nimm deinen dämlichen Pokédex. Pah. All den Kram, den wir bei uns auf dem Gelände hatten, haben wir sowieso schon weggeschafft nach Weidur. Und so benehmen wir uns wie das, was wir sind. Wie Rüpel. Frei nach dem Motto, ihr bekommt euren Senf ab. Was geht hier vor? Warum laufen die Typen von Team Galactic hier durch die Straßen und benehmen sich, als ob ihnen alles gehört? Wahrscheinlich, weil die das größte Gelände hier haben. Und eh in der Überzahl sind. Ja, wenn Professor Albe jemals herausfinden sollte, dass ich meinen Pokédex verloren hätte, Punkt, Punkt, Punkt. Ich mag gar nicht dran denken. Ich überlege, nach Weideburg zu gehen, in dem Großmoor, dort leben viele Arten von Pokémon. Ja, ich muss da eh hin. Da habe ich eh keine Wahl, aber vorher gehen wir hier nochmal rein. Weil hier gibt es VM02, Flieh. Sehr viele Fliegen. Hey, 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 was haben wir denn hier? Du gehörst ja gar nicht mal zum Team Galactic. Bist dazu noch ein Kind, bin ich nicht. Das, was wir mit der Energie vom Windkraftwerk erschaffen haben, ist bereits in Weideburg. Was? Ach, darum geht es gar nicht. Nee, ach, darum geht es gar nicht? Komisch. So. Ich könnte jetzt eigentlich theoretisch schon mal Dracula jetzt Fliegen beibringen. Würde auf jeden Fall mehr bringen als Flügelschlag. Oder Blutsauger. Blutsauger brauche ich wirklich nicht mehr. So, Dracula erlernt Fliegen. So, dann gehe ich nochmal mein Team heilen. Und dann geht's ab nach Weideburg. Hier gibt's nur Stille. Mehr nicht. Ja,
Ja, die Schneidemusik kann man bei mir nicht sehr oft genießen. Was willst du denn? Du willst die Route 214 entlang gehen? Das ist wirklich dein Ernst, nicht wahr? Die ist doch viel zu unwegsam und dort gibt es nichts zu sehen. Gut, da gibt es diesen Ruinenmaniac, den du mal besuchen könntest. Dieser Typ gräbt sich ganz allein durchs dickste Felsgestein. Und das ist der Typ mit den Inkognito. Aber deswegen werde ich trotzdem nicht zu dem gehen. Achtung, hinter dir. Ark, was ist das? Gras? Ein Baum? Anscheinend Steine, wenn man auf den Boden guckt. Die da vorher noch nicht waren. Und du hast ein Nebulak. Und ich habe ein roter Blitz, das natürlich viel stärker ist mit Flammenrad. Wie man sieht. Nebulak wurde besiegt. Und jetzt kommt Kadabra. Habe ich dafür was Gutes? Bojelin. Nein, nicht Bidiza. Obwohl Bidiza, das wäre ein epischer Kampf. Das wissen wir alle. Wenn wir das jetzt da einsetzen. Oh, cool, das Sprite von hinten. Bojelin in Aktion. Zum ersten Mal. Knirscher. Da fliegen die Steine richtig. Was natürlich sehr unlogisch ist, wenn man auf Haut beißt. Falls das Haut ist. Und jetzt kommt Traunvogil. Da kann Bojelin nochmal einsetzen. Was es da eingesetzt hat. Hoffentlich. Keine Ahnung. Ja, sehr effektiv. Bojelin ist eine Erweiterung für unser Team. Eine gute Erweiterung. Mich kann man nicht verängstigen. So. Das ist sehr logisch, dass wir da nur eine Beere von pflücken, wenn da zwei an dem Baum hängen. So. Und wenn man hier jetzt bei dem vierten Bärenbäumchen da, wenn das jetzt nicht vier Bären sind, dann ist nur eine. Ja, ist klar. Und X Spezialverteidigung. Oh. Der ist so extravagant, der kann sich sogar eigene Musik leisten. Sieg oder Niederlage, wer weiß schon, wie es ausgehen wird. Das wird kein Freundschaftsspiel. Also ich weiß, wie es ausgehen wird. Du wirst verlieren und ich werde gewinnen. Und Geld davon kriegen. Oder du hast einen Goldini. Nicht ein roter Blitz. Mit dem ich jetzt nicht gegen ein Goldini kämpfen will, sondern mit einem Luxio. Dann nützt doch keine Dreschfliege mehr was. Das ist vorgeschriebenes Schicksal. Funkensprung. Oder nochmal Dreschfliege. Du Volltreffer. Ich schütte mir gerade hier wieder Eistee ein. Und es ist nicht die Marke Eistee, die ich mag. Als Randinfo. Oh ja, Luxio muss trainieren. Noch ein Goldini. Wird mich aber auch nicht aufhalten. Außer natürlich, wenn es ein höheres Level hätte. Oder jetzt übelst die Attacke macht.
wahrscheinlich Dreschpflege. Ja. Also langsam fängst du an, mich zu nerven. Nerviger Sound, nerviger Sound, nerviger Sound, nerviger Sound. Also ich glaube ja, Luxio wird jetzt KO gehen. Also habe ich schon mal was vorbereitet. Den Supertrank hier. Und Goldini hat natürlich eine Dreschflegel dafür. Mit so wenig KP natürlich überlebt und ja, Dreschpflege zieht wirklich dann mehr ab. Darauf erstmal Biss. Biss. Und vielleicht sollte ich wieder heilen gehen. Ich vermute zu oft das Falsche. Ja, genau. Ich vermute immer richtig. Meistens. Ja, Luxio ist ja eh nicht vorne, also. Warum sollte ich den dann heilen, ey? Was? Dann hast du. Du hast deinen Pokédex. Wieso lese ich den mit einer anderen Stimme vor? Er tut die Hand in seinen Rucksack. Und ein Ponyta erscheint. So, das mache ich aber noch mit roter Blitz kalt. Weil es ein Feuer-Pokémon ist, mache ich es kalt. Ich wollte schon sagen, Vogel. Ist es aber, wie man sieht, überhaupt nicht. Level 25 Luxio. Noch ein Ponyta. Ja, ich verstehe echt nicht, warum die hier immer nur die gleichen haben. Jetzt kommt ein viel zu krasses Bojelin und macht Wasserdüse. Und gewinnt damit haushoch. Noch ein Ponyta. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Nochmal Bojelin. Wasserdüse. Ja, ich kommentiere das wie ein richtiger Pokémon-Trainer. LOL, hahaha, 1111, Ausrufezeichen, 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 ich habe gewonnen. Das hätte ich nie gedacht. Bin so neidisch auf deinen Pokédex. Hey, jetzt hat er wieder eine normale Stimme. Was ist mit dir geschehen? Und keine Angst, ich gehe dort hinten auch noch den Weg lang. Oh, du möchtest mir etwas über Pokémon beibringen? Ja, genau. Zum Beispiel, dass Burmadam von Käferpflanze, glaube ich, ist. Und somit Flammrad sehr effektiv ist. Vielleicht ist es auch nur Käfer. Aber in dem Umhang müsste es eigentlich Pflanze sein. Ja, Burmi und Burmadam haben natürlich mehrere Umhänge.
muss man noch dazu sagen. Hier kommt er später einen Weg. Der ist noch nicht da. Oder der ist hier. Keine Ahnung. Ich weiß es halt nicht mehr. Ich habe die Präsenz eines Trainers gespürt. Und das warst du. Das war ich nicht. Boah, nur ein Alpollo. Mit roten Händen. Rot umrahmten Händen. Mehr nicht. Darauf gibt es direkt mal ein Flammenrad. Und einen guten Rat. Damit nichts angreifen. Und ein Kadabra. Luxio hat Biss. Und damit könnte das eventuell angreifen. Aber Dracula hat auch Biss. Und Dracula muss ja auch noch entwickelt werden. Das hat ja bald ein Level Up. Hier, Biss. One-Hit, das ist sehr effektiv. 357 EP. Luxio erreicht Level 26. Dich zu besiegen führt für niemanden einen Spaziergang. Ja, der kann sogar in die Zukunft sehen. Der Typ. Hier kommt erst der Weg, der später da sein wird. Meiner Sammlung zuliebe kämpfe ich auch mit Leuten, die ich nicht besiegen kann. So was tun Sammler nun mal. Hab eben gehustet und mich gemutet, weil ich bemerkt gerade, dass meine Stimme komisch wird. Oh, Roselia. Gibst du mir das ab? Könnt eins gebrauchen. Okay, jetzt will ich es glaube ich nicht mehr. Ist ein bisschen verbrannt. So, noch ein Roselia. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Hier ist das ja nicht so auf der Hut, dass die mehrfach die gleichen Pokémon haben. Aber Sammler haben glaube ich immer die gleichen, oder? Meistens. Immer. Keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich in diesem Part noch diese Route hier fertig machen. Noch ein Roselia. Wer hätte es erwartet? Und noch ein Flammenrad. Wer hätte es erwartet? Und noch mal K.O. Wer hätte es erwartet? Ich. Natürlich. In natürlich steht ja schon ich. Genauso wie in Hausaufgaben aufgeben drin steht. Weiß man ja. Das Allgemeinwissen. Was macht der Typ da im hohen Gras? So, Großwurzel können wir ja schon mal gut einsetzen für Pokémon, die Pflanzen attacken können. Und da haben wir ja nur eins. Aber dem werden wir es nicht geben, weil wir erstmal Roselia so holen. Bringt, glaube ich, mehr. Dracula und Bojelin kriegen gleich ein Level ab. Ich müsste mal eben gucken. Nee, Dracula hat nur ein Herz. Luxio dagegen hat zwei Herzen. Was ich ziemlich komisch finde. So oft habe ich jetzt nicht mit dem gekämpft.
Oh, 23 Uhr. Genau als ich drauf gedrückt habe, ist 23 Uhr geworden. Und hier haben wir einen Surprise. Aber das wollen wir ja nicht haben. Gut, stopp mich halt alle paar Meter. Das ist aber... Also die Edition, die geht noch. Verglichen mit Heart Gold Soul Silver, wo du bei jedem Schritt von einem Pokémon angegriffen wirst. Da ist das hier schon eine Wohltat. Und ein Top-Trank. Vielleicht sollte ich das hier unten ändern. Dann kämpf mal, Forscher. Ich bin um die Welt gereist auf der Suche nach rätselhaften Geschichten. Das hat mich ziemlich stark gemacht. Will ich sehen. Ja, mit einem Schilterus, da bist du natürlich sehr stark, das wissen wir alle. Und Roter Blitz kann dich davon überzeugen, dass du ganz sicher sehr stark bist mit einem Tempo-Hieb. Ja, du bist sehr stark, wie man sieht. Doch, ich bin stärker. Genau, das ist eine Enttäuschung. So, was tut der da unten, der Typ? Kämpfst du? Bist du Sammler? Oder einfach nur ein Typ, der gerne Latzhosen trägt und dann plötzlich keine mehr trägt? Um meine Lieblings-Pokémon zu finden, suche ich in allen Himmelsrichtungen. Alle Himmelsrichtungen. Und der hat Barmelin. Hast du jetzt dreifach Barmelin? Typ in der Latzhose. Dreifach Barmelin bashen. Weil du es nicht bringst, dein Barmelin zu einem Bojolin weiterzuentwickeln. Luxio kann das ganz gut besiegen. Würde ich mal so tippen. Mit Funkensprung. Wenn der Sternschauer nicht gekommen wäre. Der auch ziemlich unnötig war. Okay, jetzt kannst du auch anfangen, richtig zu kämpfen. Denn kein Trainer, der online ist, nimmt sich mehrfach genau das gleiche Pokémon in Team. Im Team. Ins Team. Keine Ahnung. Außer wenn man sechsfach Krypok hat. Das natürlich auch nicht mehr unbesiegbar ist seit der sechsten Generation durch den blöden Typ Fee. Den ich hasse. Den ich auch voll unnötig finde. Ich verstehe auch nicht, warum Stahl dagegen effektiv sein soll. Das hat nicht mal eine Logik. Jeder versteht doch, hier, Pflanze nimmt aus Wasser Nährstoffe und so. Was sind meine Lieblings-Pokémon? Alles nur Barmelin. Genau. Super toll. Alles sehr rätselhaft, zumindest habe ich diesen Eindruck. Ich zeige dir, was ich meine und kämpfe mit den Pokémon, die ich gefunden habe. Punkt. Cognodon hat der. Cognodon ist cool. Sieht man sofort. Aber einmal Tempo-Hieb, das dürfte gewesen sein für Cognodon. Wie ich es vorausgesehen habe. Ich schütte mir schon wieder was ein.
Kleinstein, ja. Das ist natürlich ein super Pokémon. Das kann ich überhaupt nicht bestreiten. Dieses Kleinstein. Wir wissen ja alle, das ist für Innovation bekannt. Da steht praktisch drauf: Innovation, ich bin euer Mann, ich gehe ab, hab zwei Arme und einen Körper. Und eine Wasserdüse im Gesicht. Was dem fehlt, sind Haare und eine Nase. Level up. Level 27. Für Bojolin. Jetzt kommt ein Bronzel. Der kleine Klumpen. Bronzel. Oder wie würde man das besser beschreiben? Was ist Bronzel überhaupt? Irgend so eine Stahlplatte. Die kleine Stahlplatte. Oder die Stahlfrisbee. Damit Frisbee spielen. Fliegt einem sowas gegen den Kopf, bis tot. Rasiermesser scharf durch den Kopf. Ich kann mit Pokémon nicht gewinnen, die mir nicht vertraut sind. Du willst sagen, dass dein ganzes Team dir nicht vertraut ist. Gut. Du bist ein Noob. Da kenne ich aber noch jemand anderen. So, dann haben wir das hier wohl alles erkundet. Ich gehe nur eben rein zur Komplettierung. Hier, der Typ, der immer weiter baut. Je mehr die Kognito man hat. Da ich keinen hab, baut den noch nicht. Also, ich fahre dann nochmal bis unten zur Route. Nur um zu um sagen zu können, das habe ich alles vernichtet. So. Jetzt bin ich hier am Kühnheitsufer. Und dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Pirafarik sagt Tschüss. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao.